Thalys 9472 Paris Nord. Es ist 16.40 Uhr. Wir fahren weiter in den TGV Duplex 200 CM 384,5 Tonnen schwer, 10 Wagen im Zugverband und 197,1 Meter lang auf der Strecke Köln-Aachen. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von TSW 3, der Danny spielt das. Wir werden heute den zweiten Teil fahren und zwar sind wir ja im letzten Teil, im ersten Teil in Essen, Duisburg stehen geblieben und jetzt stehen wir hier in Köln und müssen diesen Zug weiter nach Aachen bringen und in Aachen übernimmt dann ein anderes Zugpersonal, der diesen Zug dann weiter nach Paris Nord bringen wird und ich würde sagen, wir beginnen und als allererstes werden wir mal hier die ganze Fahrstand aktivieren und zwar machen wir das mit diesem Schalter hier. Zack. Das machen wir wie gehabt aus. Das geht nämlich ziemlich auf den Geist. So. Dann machen wir den Fahrtrichtungswender. Ne, das machen wir auch. So, dann machen wir mal Richtungswender vorwärts. Dann öffnen wir die Türen. Eigentlich machen wir Geschwindigkeit. Machen wir jetzt. Machen wir uns hier die Lichter an. Zack. 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 Den Stromabnehmer machen wir auf normal. So. Wechselstrom. Nein, brauchen doch. Ach, lassen wir das mal. Hier braucht man nichts. So, Geschwindigkeit ist vorgewählt. Fahrmodus ist auf Geschwindigkeitsvorgabe. Genau. Der ist nach vorne verlegt. Das haben wir auf 40 gewählt. Das ist der Kombi. Da sind wir eigentlich abfahrbereit. Ja, würde ich auch sagen. Wenn die Türen verriegeln. Das machen wir. Und zwar. So, dann gucken wir uns das von draußen an. Sehen, dass wir soweit alles richtig gemacht haben. So, und dann haben wir Ausfahrt und lösen die Bremsen. Irgendwie hat mein Controller überhaupt keine Funktion gerade. Dann machen wir es halt ohne Controller. Ich würde sagen, wir fahren aus. Und zwar auf dem Weg nach Aachen. Auf geht's. Die Bremse nicht gelöst? Schon, oder? Ach, wir haben die Bremsen nicht gelöst, dann können wir ja auch nicht losfahren. So, jetzt aber. Habe ich jetzt noch irgendwas verkehrt gemacht hier? Was ist jetzt hier falsch? Ach ja, ich weiß warum. Ich weiß es. Ich hab's, ich weiß es. Und zwar mal das erstmal auf 0 wieder. So, ich hab das nämlich überhaupt nicht bestätigt hier. Das ist das Problem. Können wir auch nicht losfahren. Genau, das war jetzt mein Fehler. So, siehst du, jetzt funktioniert es nämlich. Wenn man nicht an alles denkt. Auf geht's!
springen wir rein in unseren Zug. 40 vorerst. Wir aus dem Bahnhofsbereich raus sind, dann dürfen wir schon auf 70. So, war. Weiter aufschalten. Wunderschön. Wunderschön. Da war gleich schon 140. Wunderschön, wie der sich in eine Kurve legt. Einfach nur traumhaft aus. So, langsam kommen wir auf Strecke. Ich bin auch schon 160. Jetzt geht's los hier. Endlich können wir mal. Ich habe ja gesagt im ersten Teil, dass ich es ein bisschen schade finde, dass wir die Geschwindigkeit nicht so ganz ausnutzen könnten. Aber das scheint ja jetzt im zweiten Teil endlich der Fall zu sein, dass wir hier. Ah, jetzt kann ich auch meinen Controller wieder benutzen. Da ist wohl der eine Stecker nicht mehr ganz in Ordnung. Und wie gesagt, im ersten Teil konnten wir ja nicht so wirklich Geschwindigkeit rausholen. Aber das haben wir jetzt hier im zweiten Teil dafür umso mehr. 2,50. Wunderbar. Das ist eines Talis würdig, würde ich mal sagen. Beziehungsweise eines TGWs. Wunderschön. Wunderschön.
dass gerade mit dem Losfahren, dass das nicht sofort losging. Wenn man den Thalys nicht so oft fährt, beziehungsweise den TGW, dann ist man da natürlich nicht so vertraut mit, dass man. Das habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass man das da über die Knöpfe da bestätigen muss. Aber ja, ich habe es ja dann ziemlich schnell noch. Es ist mir ziemlich schnell noch eingefallen und feste Ankunftszeit haben wir nicht, von daher ist es nicht ganz so tragisch. Wenn wir da mal ein paar Minuten später losgefahren sind aus Köln. So, wir können ja gleich in Aachen uns mal in den Passagierbereich setzen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Auf dem Weg nach Paris Nord fahren wir mit Sicherheit dann über Belgien, könnte ich mir gut vorstellen. Dass er über Brüssel fährt. Und dann nachher in Frankreich rein, Richtung Paris, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Weil Aachen, Belgien ist ja liegt ja schon ziemlich nahe. Von daher wird er mit Sicherheit über Brüssel fahren. Hat er dann als nächsten Halt nach Aachen den Brüsseler Hauptbahnhof? So, jetzt kriege ich die Tür nicht mehr zu. Egal. Doch. Gut. Geht doch. Jetzt wäre das sonst noch ein bisschen laut geworden. So. Wollen wir wieder nach vorne. So soll es auch sein. Also wenn das irgendjemand lesen kann da oben, ich kann es leider nicht lesen. Erstens ist es zu dunkel und zweitens ist Französisch jetzt nicht unbedingt meins. Nombremaximal.de Personnes Admises 4. Ich denke mal, dass sich hier 4 Personen maximal dran aufhalten dürfen, in der Kabine hier. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Ihr könnt mich eines Besseren belehren, wenn ihr dem Französischen mächtig seid. Klärt mich gerne auf. Aber ich würde jetzt leinhaft sagen, mehr als 4 Personen dürfen sich hier in dieser Kabine nicht aufhalten. Wobei das auch schon ziemlich eng sein dürfte mit 4 Personen. Weil so groß ist das jetzt hier auch nicht, wenn man sich vorstellt, hier 4 Personen drin, ziemlich eng. So, gleich werden wir auf 200 runtergebremst.
ist das hier eigentlich? Wie geil ist das denn? Schaut euch das bitte mal an. Es ist ja geil. Aha. Geile Spielerei. So, ich glaube, das automatisch macht er das nicht. Da müssen wir nachhelfen. So langsam werden wir eingebremst. Kommt dem Bahnhof ja auch mal näher. 30 Kilometer noch. So, das hätten wir auch geschafft. Aber ich finde TGV fahren ist richtig schön. Ist ein richtig schöner Zug. Mal was anderes als immer nur ICE und so weiter. Vor allem der ist auch sehr bedienerfreundlich, muss ich echt sagen. Also wenn man sich damit auskennt, wie man den aufrüstet, dann ist der sehr bedienerfreundlich und sehr easy zu fahren. Ihr seht es ja selber, man hat da keine großen Probleme mit. Ab und zu mal diese Wasser-Taste drücken und das war's. Bremst sehr gut, also muss man schon echt sagen, sehr komfortabel zu fahren. So, das ist noch 23 Kilometer bis Aachen. Gleis 8 werden wir dann einfahren. Die Frage, ob wir jetzt mit 160 weiterfahren oder ob wir noch mal beschleunigen dürfen in den letzten 20 Kilometern.
Also der hat ein wunderschönes Aussehen, muss man einfach sagen. Wunderschön. So, 120. Vielleicht 110, also schneller werden wir nicht mehr. Und das sind jetzt auch nur noch 13 Kilometer, was soll man da groß? Noch groß beschleunigen. Ein RE, sehr schön. Ich habe auf meiner Spotting-Tour in Köln auch ein Thalys stehen sehen. Köln abfahrbereit. Also es ist durchaus realistisch, dass sie so fahren. Dürfen wir gleich daran? Tatsächlich nochmal 140 fahren. Ja, wer sagt's denn? Da wären wir doch nochmal schneller. So, schlängeln uns hier ins Aachener Umland ein. Und dann beschleunigen wir noch mal ein Stück. Für die letzten 7 Kilometer bis Aachen.
Aber da müsste. Müsste ein ICE oder sehe ich das falsch? Ich sehe es falsch. So, dann können die Herrschaften gleich sich an ein neues Zugpersonal gewöhnen. Weil das wird, wie gesagt, in Aachen wechseln. Dass diesen Zug dann weiter über Brüssel bis nach Paris bringen wird. So, macht Sinn bei Gleiswechsel. 70. Ach. So. Und dann sind wir sofort da. Willkommen in Aachen. Dort wartet schon ein ICE3 auf Abfahrt. Zu optimistisch. Ein bisschen zu optimistisch gebremst. Ganz so früh wollte ich dann doch nicht stehen bleiben. Rot möchte ich auch nicht fahren.
So, da wären wir. Türen entriegeln. Das tatsächlich hier rüber machen. Oder war das jetzt die falsche Seite? Kann auch die falsche Seite gewesen sein. Ja, siehst du, dann machen wir links wieder zu. Ach, mein Gott. Links verriegeln. So. Schauen wir uns das mal von draußen an. So, die Seite haben wir zu. Die Seite haben wir zu. Sehr schön. Rechts entriegeln? Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Tür verriegelt. Was zum... Manchmal ist es ein bisschen komisch mit den Türen. Wieso gehen sie jetzt beide zu? Ich nicht verstehen, oder? Also das mit den Türen ist ein bisschen komisch irgendwie hier. Naja, das war das. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das Szenario beendet. Und Medaille gibt es dafür nicht. Ist ja ein Creators Club Spiel. Benötigt haben wir 34 Minuten für dieses Szenario von Köln nach Aachen. Und wir können jetzt, wie gesagt, können wir leider nicht so früh ins Spiel zurückkehren. Das heißt, dieses Szenario endet hier an dieser Stelle und auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye, bye.